Gut, also wir haben uns heute hier versammelt, um das Making-of zu dem sehr polarisierenden Musikvideo Mein Teil zu schauen. Und wie ihr seht, sind wir nicht auf YouTube unterwegs. Es hat den Hintergrund, dass die Version auf YouTube nicht so Twitch-freundlich ist, ne? Einer aus der Community, schöne Grüße gehen raus, hat sich die Mühe gemacht und mir das YouTube-Video so zusammengeschnitten, dass wir das problemlos, hoffentlich, ne? Ich klopfe dreimal auf Holz, dass ich nicht irgendwie von Twitch in Urlaub geschickt werde jetzt, auf Twitch schauen kann. Ne, ein paar Szenen wurden rausgecuttet, es waren doch mehr Szenen als gedacht, die jetzt nicht so cool sind für Twitch und deswegen gehen wir heute mal in das Making-of von Mein Teil. Ich freue mich extrem drauf, ohne Witz, weil das Musikvideo halt auch so, das war so sehr polarisierend und sehr, wow, so wie soll ich meinen, so sehr, okay, du hast so ein mulmiges Gefühl einfach gehabt, du hast so ein komisches Gefühl beim ersten Mal schauen gehabt. Heute treffe ich einen Herrn, der hat mich zum Fressen gehört. In dem Song geht es ja um ein Ereignis, was letztes Jahr in Deutschland stattfand. Da haben sich zwei Männer im Internet verabredet zum gegenseitigen Kennenlernen und einer hat den anderen geschlachtet und verspeist, was freiwillig passiert ist. Und darüber haben wir einen Song geschrieben. Ging es wirklich? Hat es jemand in die Kommentare geschrieben? Es geht wirklich um diesen Armin Maivis-Vorfall. Darf ich den Namen so sagen? Ja, bestimmt, oder? Es ging wirklich um diesen Kannibale von Rotenburg oder Rotten oder Roten, ist ja egal, Rotenburg, glaube ich. Die haben sich über irgendein Internetforum kennengelernt, getroffen und der eine hat wirklich die Fantasie gehabt, einfach geschlachtet zu werden. Was im Endeffekt auch so passiert ist. Ja, er hat die sogar angeklagt. Also, warte mal, Armin Maivis hat Rammstein angeklagt, oder was? Ja? Richtig? Genau? Wow! Was? Es ist mein Teil. In dem Song geht es darum, dass es von der Sicht gesungen ist, von dem, der aufgegessen wird, eigentlich. Und ich kenne die Stimme. Ich kenne die Stimme jetzt schon. Das ist von Sohan oder Soran Bi... Betonung, sehr wichtig. Bihatsch. Bihatsch, da ist ein H dazwischen. Das ist nicht Bi, ja, nicht nahtlos, sondern da ist ein H dazwischen. Ein Teil, das ist da, wo sie seinen Schwanz aufgegessen haben und sowas. Das heißt, alles hat eine Was haben sie aufgegessen? Ich habe es gerade nicht so gut verstanden. Was haben sie aufgegessen? In dem Song geht es darum, dass es von der Sicht gesungen ist, von dem, der aufgegessen wird, eigentlich. Und mein Teil, das ist da, wo sie seinen Schwanz aufgegessen haben und sowas. Das heißt, alles hat... Haut mal einfach raus. Haut mal. Man haut's einfach so raus, Chat. Man haut's einfach raus. Man lässt es einfach raus, ne? Einfach, okay. Eine Erotik und hat was Morbides, hat sogar eine Homoerotik. Bei Till ist es jetzt so, dass es angefangen hat, eben mit, dass er geschlagen werden will, während dem Refrain. Braten nennen die das, während dem Braten. Ich, du willst. Dann dachte ich, aber das ist ja zu weh, das ist ja nur ein Teil davon. Die Lust fehlt da. Und wie kriegen wir jetzt dann die Lust hin und so? Und dachte, machen wir es doch richtig. Okay. Und dann okay. Und ich glaube, alle haben gesagt, gut, dann macht er das Video. Weißt? Und. Der Mann ist genauso durch wie jeder andere. Habe ich auch schon gesagt, ne? In dem anderen Making-of. Der Mann ist genauso durch wie jeder andere, der bei Rammstein dabei ist, ohne Witz. Aber das muss ja auch so sein. Jemand hinter der Kamera muss ja genauso durch sein irgendwie, überhaupt nicht böse gemeint, wie jeder andere, der vor der Kamera steht, um dieses Gesamtprojekt oder dieses Gesamtbild dann irgendwie so rüberzukriegen, wie das Rammstein eben möchte. Weil sonst haben wir genau das gleiche Problem wie bei dem anderen Making-of oder bei einem Video Mein Herz brennt. Dann dreht man ein ganzes Video, lässt sich ein halbes Jahr Zeit und dreht das ganze Video nochmal, weil es nicht so wurde, wie man es sich vorgestellt hat. Das wird jetzt heute Morgen gedreht. Unter großer intimen Geheimhaltung. Es ist so, dass das Konzept auch so ist, dass die eigentlich nicht richtig wissen, was die anderen machen. Und die behalten das für sich. Und bei manchen weiß ich auch wirklich gar nichts, was passieren wird, weil wir es so ausgemacht haben. Also ein bisschen weiß ich, was passiert, aber eigentlich weiß ich gar nicht. Das sind auch meine Gedanken bei der Mathearbeit oder bei einer Physikarbeit. Ich weiß so grob, was passiert, aber eigentlich weiß ich gar nichts. Das ist auch immer so das Ding, wenn ich dann das Blatt aufschlag und die ersten Aufgaben gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, ich weiß schon, was passiert gerade, ich weiß, was die von mir wollen, so, aber eigentlich weiß ich auch gar nichts, so, wisst ihr, ich meine? So denke ich da auch immer dran. Till sieht aber hier wirklich rausgeputzt aus. Holy shit, mit Haaren nach hinten, Schnauzer, okay. Das ist wahrscheinlich Sinn des Ganzen hier, dass man so ins kalte Wasser gestoßen wird. Mal gucken. Also es gibt so eine Art... Digga, der Mann hat auch keinen Bock, habe ich das Gefühl, oder? Der Mann hat auch wirklich eigentlich keinen Bock so. Rahmenhandlung, aber was im Speziellen passiert ist, hat sich
der Regisseur vorbehalten. Wir fanden die Idee gut, ich sag mal, so einen Improvisationszirkus hier zu machen. Und er hat kleine Überraschungen parat, mit denen wir dann umgehen müssen. Ist mal eine interessante Sache, als wenn man jetzt so ein vorgegebenes Storyboard hat, wo man dann das macht, was denn so im Drehbuch steht. Oder so. Das ist letztendlich... Digga, Till ist immer relativ ruhig, aber er ist schon sehr, also ist auch voll der komplette Kontrast zu dem Frontmann Till, den man dann später auf der Bühne auch sieht. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie so voll das interessante Ding irgendwie, so bei diesem Mensch, Till Lindemann so. Bei diesen Making-ofs, bei diesem Interview ist er voll so zurückhaltend, introvertiert, so wie ich dann auch da sitzen würde, da sein würde so. So diesen Teil könnte ich auch übernehmen als introvertierter Mensch so, wie ich halt eben bin. Aber ich könnte halt jetzt dann nicht im nächsten Moment auf die Bühne gehen und voll abgehen, so, das könnte ich überhaupt nicht. Wisst ihr, ich meine, ist auch irgendwie eine Kunst für sich da, das einfach so hinzukriegen. Also dieser Switch dann, so, wisst ihr, ich meine, aus diesem Introvertierten dann extrem extrovertiert zu werden und einfach rumzuschreien und mit Feuer um sich zu schmeißen, was weiß ich, wisst ihr, ich meine? Improvisiert. Und das kann ganz schön in die Hosen gehen. Und wenn es in die Hosen geht, sind es meine Hosen meistens. Und das ist seit langem... Auch ein sympathisches Kerlchen einfach, ne? Dass ich vor einem Dreh nicht schlafen konnte wieder. Weißt, für mich mit dieser Szene jetzt. Nicht nur mit ihm, sondern auch mit den anderen auch. Also ich muss sagen, aber habe ich ja noch nie gemacht, keine Ahnung. Bin ein bisschen aufgeregt so. Ja. Also ist gut, weil das muss sein. Wenn das nicht ist, dann ist scheiße, glaube ich. Dann würde ich jetzt mal beginnen, das Set frei zu machen. Es bleiben noch Sascha hier, es bleiben Daniel hier. Das heißt, bis auf die zwei Leute, die Kohle schon benannt hat. Okay, warte mal, jetzt sind wir relativ gespannt, welche Szene jetzt gleich nachgestellt wird, oder? Wird es diese Fressszene nachgestellt oder sowas? Wir werden es eh gleich sehen. Aber wenn Till schon nervös ist oder aufgeregt ist oder nicht genau weiß, was passiert. Ich meine auch, was für ein Konzept eigentlich, voll hirnrissig fast schon. So ein Konzept, ja. Die Hauptprotagonisten in diesem Video oder diese, ne, die wo halt da eben da vor der Kamera stehen, wissen eigentlich nicht, was passiert. Nur der Regisseur weiß im Endeffekt, was passiert. Und die vor der Kamera müssen halt relativ spontan darauf dann reagieren. Weiht doch einfach alle ein und macht ein normaleres Video. Aber normal ist ja für Rammstein auch irgendwo wieder langweilig, wisst ihr, ich mein? Würde ich bitten, alle Leute draußen vor der Tür, haben wir Tische, Bänke beim Catering, da zu warten, bis wir dann was von hier drin hören. Vielen Dank. Und zwar ab jetzt. Okay, das sind so Szenen, die, ne, ihr wisst Bescheid, diese geblurrten Sachen so. Okay, die haben wieder relativ amateurhaftes Kamera-Equipment da. Ich würde hier an der Stelle nochmal meine Canon 250D mit ein paar Megapixel und 4K-Auflösung vorschlagen. Zoom ist immer noch kaputt, aber damit kann Soran, Bihac ja umgehen. Aber du bist nicht so gekommen wegen der Farbe in der Haut. Die stehen alle rum und warten. Also, wo? Okay. Ist schon drin? Drinne. So. Jetzt versuchen wir das Helder. Oh, geil. Jungs, die ersten 3 Minuten machen wir es so richtig dunkel. Nur ganz, ganz leicht. Dass wir so warm werden. Darf ich bitten? Die ersten Minuten machen wir so richtig dunkel, damit wir so warm werden, damit wir so ein Feeling dafür kriegen. Also ich schwöre, ich wäre brutal nervös. Also an Till seiner Stelle. Ich meine, der Regisseur hier, Soran, der weiß ja so grob, was passieren sollte oder was passieren wird, so, ne, wenn jeder nach seiner Pfeife tanzt. Till weiß ja gar nichts, der wird einfach ins kalte Wasser geschmissen, der schnallt sich hier auf den Stuhl und weiß überhaupt gar nicht, was gleich passiert. Mal die Po. Jetzt, Kuhle? Ja. Tut mir leid. Sorry, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich euch bitten möchte, erstmal Kaffee trinken zu gehen, ja. Und eine Cola. Dankeschön. Also aber eigentlich geht es um den Ringkampf. Ja, aber den Ringkampf, den machst du. Nee, das ist schon so alt. Das ist das alte Traditionelle. Will ich jetzt eigentlich fragen. Warte mal. Digga, Richard hat auch wild gegelte Haare jedes Mal, ne? Wie so ein Anime-Charakter. Fast wie Son Goku oder sowas. So hochgegelte Haare jedes Mal. Der Mann, wie viel Kilo Gel klatscht der Mann sich da vorne im Dreh rein? Ich reingehe kurz. Okay. Augenblick. Momentan total zu, die drehen gerade. Also die Tür wäre hinten, dann wäre es außerhalb vom Set. Weißt du? Okay.
einfacher dann. Bleib da vorne, der kommt gleich runter. Um mal zu erklären, das ist halt, keiner genau weiß, wie lange es dauert. Läuft aber alles super. Aber er sieht gut aus, er sieht gut aus, Chat. Ja, schöner Mann, safe. Kann man so auf jeden Fall, würde ich auch so unterschreiben. Allerdings steht es halt unglaublich wenig Leuten, finde ich, diese verrückt gestylten Haarstile oder sowas, ne? Das musst du halt auch schon irgendwie tragen können, so. Oder liegt es halt auch daran, dass ich Richard auch wirklich noch nie anders eigentlich gesehen habe, so. Wie soll ich meinen? Ich habe ihn immer nur mit so ganz verrückten Haaren gesehen, so. Ja, der Mann ist auch komplett durch. Also ich weiß schon von Anfang an, dass Till durch ist, ne? Und ich habe schon so ein bisschen im letzten Making-of-Video gesehen, dass Soran genauso durch ist, ne? Da kam es aber noch nicht so ganz zur Geltung, so. Wisst ihr, ich meine, das war noch so ein bisschen, da war er noch ein bisschen zurückhaltender, so, ne? Der Mann ist durch. Der Mann, also spätestens jetzt weiß ich auch, der Mann ist durch. Sah das gut aus, hoffentlich? Können wir es mal wieder angucken? Komm, angucken. Was heißt, müssen wir mal angucken? Geht's, ja, was ist das so mal, oder was? Die Hände wehtun. Ja, doch. Guck mal, das war der erste Take. Okay. Das ist geil mit dem Lachen. Da bist du auch froh, dass es aufs erste Mal geklappt hat, oder? Also so dieser erste Take irgendwie. Als Regisseur und auch als Till ja auch irgendwie. Da bist du froh, dass das Ding aufs erste Mal geklappt hat. Scheiße, ich kann doch den Typ nicht schlagen. Der Anzug sollte alt aussehen. Und der sah meiner Meinung nach nicht alt genug aus. Digga, seine Haare, das sieht einfach aus wie so ein Topf. Wie so ein aufgesetzter Topf irgendwie. Habe ich altes Rammstein-Rezept, löslichen Kaffee mit Wasser, ganz viel Hacks drüber gekippt. Und dann sah es immer noch nicht alt aus. Und hat die junge Frau von der Maske noch ihr Bronze-Make-up geopfert. Das 100 Gramm, 400 Euro. Und dann hat sie jetzt eingeschmiert. Ist praktisch ein 8000 Dollar Anzug jetzt. Warte mal, 100 Gramm? Wie, 100 Gramm, 400 Dollar? Was ist das für ein Make-up? Ich bin überhaupt gar nicht in diesem Make-up-Thema drin. Deswegen weiß ich auch nicht, was normales Make-up kostet. Kann ja sein, dass es einfach von Grund auf teuer ist, Make-up generell. Aber 100 Gramm, 400 Dollar? Ist schon krass, oder? Also ist jetzt nicht irgendwie normaler Preis für Make-up, glaube ich mal nicht, oder? Geworden. Okay. Gehört es auch zum Musikvideo oder was wird hier gerade gemacht? Es geht, ja. Ja, mach eine Probe, oder? Ich mach das schnell und. Ja. Mach mal eine Probe, ja, ich würde sagen. Aber noch nicht. Wir machen eine Probe. Eine Probe machen wir. Ich mach eine Probe. Gut. Okay. Und? Geht es? Es geht, ja. Okay. Schrei wird zum Himmel fahren. Schneidet sich durch Engelscharen. Ich habe das Musikvideo auch schon fast wieder nicht vergessen, ich habe das eher verdrängt, ne? Nach den letzten Szenen, wo die dann auf allen Vieren dann quasi da hochlaufen oder sowas. Zum Beispiel, dass sie die Frau einfach so über den Boden zieht oder sowas. Ich meine, so gefühlslos aus irgendwie. Bedanken für den super tolle Performance. Ja, jetzt ist gut. Bis vorbei ist es in Ordnung. Ich wusste nicht, was passiert. Ich musste was machen, was ich nicht wollte. Oh Gott. Hauptsache meine Mutter kennt sie mehr. Nee, ist alles gut. Ich bin eigentlich gewohnt mit der Erotik. Ne? Die Routine bringt einiges mit, wenn man immer wieder irgendwas. Ich schwöre auch, würde ich so da auf dem Stuhl sitzen und diese Sache machen, die Tilda machen musste gerade. Und am Endeffekt kommt dieses Musikvideo raus und dieses Making-of und das sieht meine Mom oder mein Dad. Das wäre sportlich. Was mit der Erotik zu tun hat. Aber es ist schon ganz toll, wenn alles stimmt: die Schminke, die Haare, die Musik.
Es war so ein, Herr Zoran, ich glaube, er hat sich da selber irgendwas so zurechtgedacht, was eigentlich er gerne wollte, aber... Es war vorher alles abgesprochen und insofern habe ich gewusst, soweit komme ich, wie es ist. Wie tut der Zahn weh? Zoran hat mir, glaube ich, irgendeine... Ich habe nur eine Brücke hier, die ist locker. Dann gehen wir jetzt zum Zahnarzt. Schau vor, du gehst zum Zahnarzt. Till geht zum Zahnarzt und er fragt, ja, was ist passiert? Wie ist die rausgeflogen oder wie hat die sie gelockert? Ja, mein Regisseur hat bei meinem neuen Musikvideo mir einfach 8 Millionen Schellen auf die rechte Backe gegeben und irgendwann hat sich da halt was gelockert, so, ne? Ja, und du hast ihm nicht gesagt, dass er irgendwie aufhören soll, dass es wehtut? Ja, nein, es ist ja mein Regisseur, der ist genauso durch wie ich und der denkt sich genauso krankes Zeug aus. Haben wir ein bisschen Zeit bis heute Abend. Okay. Nee, ist alles perfektamente. Junge, was raucht der da? Was sind Zigarillos oder so ein Scheiß, Digga? Junge, da lebst du noch 2 Jahre und dann bist du hops, also ohne Witz. Die haben nicht mal, glaube ich, die haben nicht mal einen Filter drin oder sowas, ne? Der Zahnarzt von Till fragt gar nicht mehr. Das glaube ich auch eher. Der wartet nur, bis Till wieder kommt. Der fragt nicht, was passiert ist. Der macht den Mund auf und weiß schon, okay, komplett Restauration, nochmal alles neu machen. Die Sorgen waren verflogen. So, nachdem wir es ein paar Mal gemacht haben, gesehen haben, irgendwie, wie das ist und so. Und das war aber echt schon wichtig, dass wir ganz allein waren. Das war wahnsinnig wichtig. Allein schon die da waren, waren auch schon fast zu viel, weißt. Und, aber wir haben sehr, sehr schöne Sachen. Und wo das die Grenzüberschreitung war, das heißt, ich war heute richtig Sado-mäßig drauf. Ich habe wieder noch Federn in den Mund gestopft. Dann hat er... Digga, ich glaube, der Mann hat auch Fantasien, die möchte ich gar nicht wissen, ohne Witz. Ich war so richtig sadomäßig drauf. Ich glaube, was muss der Typ genommen haben, wo er sich das Skript für dieses Musikvideo ausgedacht hat? Wo war der unterwegs? In welcher Galaxie war der Bruder unterwegs, wo er sich dieses Konzept ausgedacht hat? Fast kreuzen müssen und so. Und da hat er weitergedreht und dann noch so weiter geformt und sowas. Und mit ihr, die ist klasse, aber die ist so süß. Die kann nicht in meine runterhauen und so. Dann habe ich das jetzt gemacht, statt ihr. Eigentlich hätten es ihre Hände sein müssen. Ach so, normalerweise hätte sie ihm eine runterhauen müssen. Ja, das wäre viel besser gewesen. Die hat nicht so viel Wumms hinter ihren Händen. Da wäre Till seine Brücke wahrscheinlich nicht rausgeflogen oder hätte sich gelockert. Bei seinen Schellen hier, Bruder, da haut's dir der Gang komplett raus, Junge. Aber ist egal, im Schnitt ist es egal. Aber der hat mir zuerst eine gescheut, dann habe ich ihm so eine zurückgescheut. Das war okay. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Ich werde mich... Das mein Ziel ist, Bilder zu liefern, die gut zum Lied passen, ohne dass ich ein Instrument benutze oder irgendein Hilfsmittel. Merkst du schon, klappt nicht. Also funktioniert fast nicht. Du kannst unglaublich schwer gute Bilder liefern, zu einem Song, der sich um Kannibalismus so irgendwo dreht. Wie soll ich meinen? Das ist allein schon irgendwo so ein bisschen so ein Thema so. Wie soll ich meinen? Zoran hat den Anzug vorgeschlagen. Also er hat gesagt, es gibt so eine japanischen Tänzer und die haben so eine zerfetzten Anzüge an. Da habe ich gesagt, gut, nehme ich einen zerfetzten Anzug. Passiert, was passiert? Ich weiß es auch nicht. Playback! Die Bewegungen, also er hat nicht gelogen, er hat uns wirklich nicht angelogen. Die Bewegungen sehen tatsächlich wirklich so aus, als ob er nicht weiß, was er hier gerade macht. Er weiß selber nicht, er bewegt sich, er strampelt einfach, er weiß selber gerade nicht, wo oben und unten ist. Na Paula, das ist ja wahnsinnig super! Nicht zu sehr ziehen. Ne? Hier vorne muss Stop Complaining. Ja, der Mann hat auch Gel studiert. Der kann nicht nur wirklich unglaublich gut Gitarre spielen, der Richard hier. Der hat auch die Herkunft des Gels studiert und er weiß, wie man Sachen anpacken muss und wie viel Gel da rein muss, damit die Sache so hält, wie sie hält. Wisst ihr, ich meine? Ha? Kommt langsam, ne? Ja, an der Seite. Thank you.
Digga, seine Haare, die fangen irgendwo in der Mitte vom Kopf an, so. Ich schwöre, das kann auch nur ihm stehen. Ich kenne niemand anderen, der so eine Frisur hat, ohne Witz. Also ich musste mich nicht... Im Video zu Rosenrot haben sich die Jungs selbst verletzt. Das werden wir uns auf... Rosenrot haben wir noch gar nicht angehört. Das ist ein relativ aktueller Song. Ist nicht so der unglaublich alte Song, ne? Glaube ich. Ich hab's schon mal irgendwie in Thumbnail gesehen oder sowas. 2005? Ja, ist ja relativ aktuell. 2005 war ja erst vor ein paar Jährchen so grob, ne? So ein bisschen. Also ich musste mich nicht verstellen. Ich konnte... Ich hab nur Sachen gemacht, die ich sowieso sonst auch immer mache. Ich hab mir dann überlegt... Also er zappelt einfach auch so in seiner eigenen Wohnung, in seinem eigenen Haus, auch einfach so ein bisschen selber rum. Einfach unkontrolliertes Zappeln, das kann Paul. Er kann auch nicht nur Gitarre spielen, sondern Paul kann auch unkontrolliert zappeln. ...gemacht, die ich sowieso sonst auch immer mache. Ich hab mir dann überlegt, mein Teil ist meine zweite Persönlichkeit, also mein zweites Ich. Wo man ja im Leben immer mit kämpft oder wo man versuchen muss, mit seinem zweiten Ich, mit seinem Schatten irgendwie eine Art Balance zu finden. Und das habe ich versucht, irgendwie filmisch darzustellen, indem ich quasi gegen mich selber ringe. Und ja, und vielleicht kommt der... Wie stellst du es da, dich gegen dich selber ringen? Ach, deswegen sein Double, kann das sein? Soll er, das soll quasi sein Klon sein? Weil das sieht mir jetzt nicht nach Oliver oder Flake oder so aus. Das soll er als Klon quasi sein, als Double, oder Chat? Dass die quasi gegeneinander, dass die sich irgendwie gegeneinander boxen oder gegeneinander ringen oder sowas? Ja, soll so sein? Okay. Was dabei rausfällt, lerne ich ja was heute. So, erklär mir doch mal, was mit Spiegel haben wir. Ich denke, der Spiegel ist wir benutzen ihn da einfach nur dafür, dass wir dich einmal sehen. Und dann begegnest du dich mit dem Spiegel. Weißt, dann sehen wir, dass du zweimal bist im Raum. Alles klar. Weißt, dann würde ich ganz nah rangehen und wieder auseinandergehen. Und lächeln. Ich ernst gucken. Guck dich einfach so wie jetzt an. So, geh richtig mit deinem Gesicht nah ran. Versuch dich das Zeug zu riechen und was auch immer. Weißt. Aber fass das Ding nicht an. Es gibt eklige Dapper, die dann nicht mehr richtig weggehen. Dann musst du das ganze Ding nochmal putzen, dann siehst du auf jeden Fall, siehst ja so oder so, dass es ein Spiegel ist, ne? Aber da siehst du eklige Dapper, die will kein Mensch. Okay. Die Hand hier muss weiter tiefer sein, mach mal so. Gell, Dani? Ja. Wäre schöner. Geh mal noch näher. Riech mal, mach dann mit dem Profil so. Genau. Wie riecht denn so ein Spiegel? Ich kenn Leute, die an einem Spiegel riechen, aber jetzt nicht unbedingt... Wegen dem Geruch des Spiegels, sondern wegen einer anderen Sache vielleicht. Mach mal deinen Mund. Genau, das ist es. Wird ihr Charakter rauskommen. Das ist jetzt Rammstein am Mask sozusagen. Und damit haben die auch ihre Probleme. Auch wenn jetzt jemand in einem Frauenkostüm auftritt oder sowas, das ist ein Teil von ihm. Das ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Und ach, es würde doch niemals jemand sich in so ein Frauenkostüm stecken. Sich wie eine Frau schminken und dann... Es würde doch niemals jemand 4-5 Leute über eine vielbefahrene Berliner Straße irgendwie als Hunde rüberspazieren lassen. Würde doch niemals passieren so. Würde niemals, also kann ich mir niemals vorstellen. Das würde doch niemals jemand machen, oder? Das finde ich unglaublich mutig von denen, dass die sich auf sowas einlassen. Und das ist der größte Reiz für mich, warum ich es auch mache. Weißt? Das ist ja eigentlich, sie sind nackt. Das ist so ein Psychogramm ein bisschen. Ja, das... Aber das mag Soran, so ein Psychogramm, das mag er einfach. Das willst du haben? Ja, so. Das so ineinander wiegeln und... Ja. Okay. Ich dachte, dieses Unterzeug, das ziehen wir vielleicht erst an. Kannst du gerne anziehen. Ne, wenn die Perücke dann und so drüber ist. Ja, aber das kann man reinsteigen. Da ist mal reingestiegen in das Ding. Nein, nicht über den Kopf ziehen? Nein, die Bluse. Stimmt. Die Bluse, guck mal, die Bluse ist. Nein, guck mal, ob die durchgeknöpft ist oder ob die über den Kopf war.
Nee, ist zu knapp. Video? Kameras? Ist auch so ganz, eine ganz wilde Konstellation. Till ringt am Anfang mit einem Engel, haut den dann irgendwann tot, zieht den weg. Dann kommt Paul, der zappelt einfach wild um sich her und tut, was er laut eigener Aussage auch einfach zu Hause in seinen eigenen vier Wänden tut. Dann kommt Dings Richard und ringt gegen sich selbst. Dann kommt jetzt Christoph, aka Frau Schneider, der jetzt gleich ne, alle über eine Berliner Straße führt. Es ist ganz wild. Und Action! Wow, 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 wow! Gut, mich selbst zu küssen. Ja. Wir versuchen jetzt etwas zu machen, was wir noch nie gemacht haben. Etwas sehr Experimentelles. Eine Grundregel ist, dass keiner weiß, was der andere macht. Keiner weiß, wie der andere aussieht. Und eine andere Regel. Das ist auch die beste Voraussetzung für so eine Art Video. Würde jeder wissen, würde Till wissen, dass er gleich auf allen Vieren durch Berlin kriechen müsste, an alleine, würde Till das wahrscheinlich nicht machen. Doch vielleicht Till, aber Flake wahrscheinlich nicht. Wenn die alle wüssten, wie das Musikvideo am Ende aussieht, würde der eine oder andere sagen, hey, die Szene drehen wir nicht so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist, dass wir das Lied hören und zu dem Lied uns bewegen oder performen und das Lied und den Text empfinden. Und dann werden wir beim Schnitt sehen, ob das dann irgendwie mit der Musik zusammenpasst. Das wissen wir auch nicht. Also, wenn man Glück hat, hat man dann noch... Stell dir mal vor, das gleiche Debakel passiert wieder, dass das erste Video nicht irgendwie, das ist schon gut irgendwie, aber passt nicht irgendwie zur Musik und es wird das zweite Mal gedreht auf eine andere Art und Weise. Da hast du dich umsonst durch Berlin jagen lassen oder sowas, wie soll ich meinen? Neue Ebenen drin, die man erst viel später entdeckt und darauf spekulieren wir, dass diese Ebenen sich irgendwie herstellen. Irgendwie sah er, ich habe das Gefühl, sie sah besser aus. Wir frisieren die Augen. Die Mutti sah irgendwie älter und mehr Maske. Ja, ist das genauso wie bei der Probe. Sobald man sich in dieser Richtung verändert, verändert man auch komischerweise seine Gesten, seine Sprache. Und Digga, das ist so weird irgendwie. Weiß man, wie Armin Meiwes Mutter aussah oder aussieht oder so? Ist es mit Absicht so gemacht? Wenn, dann schon, oder? Also es ist, als wenn man eine gewisse Seite in sich entdeckt, die in einem ja auf jeden Fall vorhanden ist. Also die Menschen haben auf jeden Fall ganz komische Seiten an sich, sag ich so, wie es ist. Ich glaube aber, ich werde nicht... Nicht schlecht oder nicht böse gemeint, aber wow. ...viel machen. Ich werde mehr... ...Frau sein. Bobby bereit? Achtung, wir drehen. Alle bereit? Cool. Video ab. Weg. Kameras. Der Regisseur denkt sich auch gerade so, Soran denkt sich auch gerade so, meine Fresse, habe ich es wieder übertrieben, holy shit. Ich habe mir sowas Krasses ausgedacht und die machen allesamt mit, unglaublich, hätte ich auch nicht gedacht. Mein Gott, das ist anstrengend, ey. Boah, schon das letzte Mal vor 15 Jahren gerungen. Es gibt ein ganz kleines Bild in dem Bericht von Armin über Armin Meiwes im Stern. Ah, jetzt heißt der Armin Meiwes. Crazy. Wo es eine ganz klar an der Seite ein Bild aus seinem Privatarchiv gibt, was seine Mutter zeigt.
und es ist so sehr vollendet. Und es ist original, die Frisur. Das ist unglaublich. Unglaublich, wie der Zufall manchmal spielt, ne? Dann hat man tatsächlich die gleiche Perücke einfach gefunden und sie Christoph gegeben. Und aus Christoph in dem Moment dann auch die Frau Schneider gemacht. Den Rock noch höher, fasst du richtig an den Pimmel. Noch höher. Ey, Mann, oh Mann, oh Mann. Der Mann liebt seinen Job. Nicht nur das, der Mann passt wirklich wie die Faust aufs Auge zu Rammstein, ohne Witz. Junge, 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 Junge. Noch höher, geh noch höher. Mach ihn richtig hoch. Beide Hände. Ausgelaufen. Mach's noch höher. Spreiz die Beine ein bisschen. Alter, Alter, Alter. Das könnte man auch locker jetzt so aus dem Kontext reißen. Oder irgendwo anders drunter legen. Diese Worte von Soran. Und jetzt fasst ihr dahin. Genau. Genau. Und auf drei stehst du auf und machst dich wieder zurecht und nimmst die Tasche und gehst aus dem Bild, okay? Eins, zwei, drei. Genau, alles ist vorbei, jetzt wieder schön zurecht machen. Kleiner Lichtwechsel wäre gut. Genau, die Knöpfe sitzen die. Alles klar, die Haare und rausgehen. Alles klar. Er hat ja auch mit Till einen Erwachsenenfilm gedreht für Tills Soloprojekt. Und dann wollt ihr, dass ich mir das Soloprojekt von Till gebe. Warum? Ich meine, das ist schon krass. Ich will mir doch keine Erwachsenenfilme mit Till in seinem Soloprojekt geben, so. Mir reicht sowas. Ist okay. Mir reicht sowas. Das ist so die Grenze. Ist okay. Ist okay. Gott, Schneider, bist das super. Es ist interessant, wenn man in dem Moment einfach das macht, was einem spontan einfällt. Und also von der oder auf mehrmaligen Wiederholen. Rock noch höher, greift ihr da richtig hin, greift ihr da hin, noch höher. Einfach in die Richtung gezwungen wird. Da ist zwischen Spontanität und Zwang irgendwo so ein schmaler Grat, sag mal so. Musik inspirieren lässt und von den Gegebenheiten. Und das dann einfach sofort umzusetzen. Und das ist der Moment, den wir hier suchen. Ich war immer zwischen dem hin und her gerissen, soll ich als Frau rumlaufen, mich als Frau bewegen, was irgendwie doch aus einem rauskommt, oder soll ich Schneider sein, mehr so. Ja, und es war so eine Mischung, es war eben so ein wie ein kleiner innerer Kampf. Jetzt geht's los, Chat. Darauf haben wir alle gewartet. Jetzt geht's los. Morgen noch ein Drehtag, der wird draußen stattfinden und soweit ich weiß, werde ich die anderen Jungs alleine haben. Was er noch nicht weiß, das ist das Ding, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, Chat. Das wird mitten in Berlin sein, am helllichten Tag, wenn jemand gerade zur Arbeit fährt, sein Kind von der Schule abholt oder weiß Gott wohin fährt. Das wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht. So. An Ketten oder so. Das ist das Einzige, was ich weiß. Als Frau. Ja, ich bin die Mutter. Die Mutter des Täters. Das ist ja sowieso eher so die Idee von dem Video, dass man sich dann währenddessen ein bisschen treiben lässt und sich gegenseitig, so wünsche ich es mir vielleicht, Bälle zuwirft, so und gibt irgendein Thema an. Muss nicht nervös sein, alles gut. Der Mann kommt ein bisschen nervös gerade rüber. Und dann macht man das und dann sagt er vielleicht, ja, stopp, bleib so und nochmal und keine Ahnung, sowas in der Richtung. Mach mal schön viel Mimik. Ach, Augen zusammenkneifen. Das kannst du jetzt noch, bis du anfängst zu drehen, machen. Aber ein Ekelgesicht. Ekel, voll Ekel. Ohne die Zunge rauszustrecken, nur Ekel. Genau. Was? Junge, 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 Junge. Der wird gleich zum Dämon. Golden Shower kenne ich nicht. Was ist Golden Shower? Sagt mir nichts.
Aber er geht auch so stark in die Zappel-Richtung, wie Paul auch, ne? Also Paul zappelt ja auch privat sehr, sehr gerne, hat er gesagt, ne? Also das, was ihm spontan da einfällt, was er so oder so immer macht. Oliver geht da auch sehr in die Zappel-Richtung. Der einzige Unterschied hier ist, dass er, ja, relativ leicht bekleidet ist, im Gegensatz zu Paul. Wir gehen nachher alle nochmal ins Schlamm. Alles klar. Gruppen. Das war auch so ausgemacht, weil wir waren nicht sicher, ob das trägt, ob es reicht. Reicht eigentlich wach? Reicht eigentlich wach? Ja, reicht eigentlich schon, aber ne, wir gehen nochmal rein. Reicht eigentlich, aber ist okay. Ich habe mir wenig Gedanken gemacht, was passieren wird. Ich wollte gerade sagen, Junge. Wo ist Flake? Da ist er. Jetzt ist das Video komplett. Flake the Man, the Myth ist da. Ich wollte nur mal was anderes machen als das, was ich im Fernsehen gesehen habe, als wir in Schweden waren und wo ich sehr erschreckt war, was für Musikvideos im Fernsehen laufen. Das fand ich nicht dazu gedacht, die Musiktitel zu unterstützen. Das war alles so komisch produziert, wie wenn man ein Hochzeitsgedeck aufsetzt. Das war so für mich so wie eine Dienstleistung für ein Lied, die für mich künstlerisch nicht oder auch fürs Publikum nicht ansprechbar war. Und ich wollte mich nicht einreihen in diese Riesengruppe von Bands, die ein Video machen, weil es einfach dazugehört, wie eine Annonce so in der Zeitung. Video ab, Kameras, Beat und Action. Perfekt. Alter. Das war's. Es ist daran nichts Großartiges. Ich versuche zu tanzen, aber ich kann nicht tanzen, das wissen alle und alle finden es lustig, ich nicht. So wie ich auch. Ich kann nicht tanzen, deswegen gehe ich auch nie in den Club oder schwing mein Tanzbein irgendwo, um Gottes Willen. Frage ist halt, wird mich jemand hier drum bitten, wenn ich jetzt irgendwie in der Gruppe Rammstein wäre und mich würde jemand drum bitten, hey, tanz doch mal für diese und diese Szene. Ob ich es machen würde oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde vorab aber sagen, hey, erwart nichts. Ich kann nicht tanzen. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie vom Zahnarzt. Ich habe ein gutes Gefühl, aber... Das Gefühl vom Zahnarzt kennt jeder, auch Till. Till geht pro Musikvideodreh einmal, zweimal zum Zahnarzt. Und der Zahnarzt fragt gar nicht, was wieder passiert ist, der repariert, der macht einfach das Notwendigste. Wie dünn kann man sein, Flake? Ja. Einfach nur deswegen, weil ich hundertprozentig irgendwie diesen Kontrollmechanismus abschalten konnte. Wie das nun in der Kamera aussieht, weiß ich auch nicht genau. Kannst du kurz die zwei Zehner Chimeras nochmal anmachen? Ich habe Tanzschuhe von Soran angezogen bekommen. Die Schuhe sind mir wesentlich zu klein und ich falle hinten über den Absätzen runter, sodass jeder Schritt sehr schmerzhaft ist. Was natürlich den Auch was sich für eine Szene wieder Flake geben. Also Till, seine Szene war ja, Till war voll so Till-like einfach, ne? Paul hat gezappelt, okay, ne? Oliver hier auch und Richard hat ein bisschen mit sich selbst gerungen so. Was für eine Szene hat Flake wieder bekommen als Ballerina oder sowas? Warum muss Flake immer diese Szene machen? Der lässt aber auch alles mit sich machen, habe ich das Gefühl, ne? Spielen sehr intensiviert. Also das hat er mit Absicht gemacht und ich trage den Schmerz gerne. Er macht einfach auch irgendwas. Er macht irgendwas. Er weiß selber nicht, was seine Arme und seine Beine gerade machen. Er weiß es nicht. Das Ding ist aber auch, wenn Till das machen würde, würde es nicht so gut aussehen. Ja, Till ist so ein Brecher irgendwie, auch körperlich. Wisst ihr, ich meine, von seiner Statur her. Flake kommt viel filigraner, viel zerbrechlicher rüber. Weswegen auch so eine Ballerina-Szene zu Flake auch so am besten passt. Da habt ihr schon recht. Ich treffe einen Herrn, der hat mich zum
Bei Flake und so, da war sich unsicher. Ich finde es so wahnsinnig super, was der gemacht hat. Mit so einem Iggy Pop-Körper und so, Wahnsinn. Also, und vor allem, wenn man das dann sieht, dann im krassen Gegensatz zu den Sachen, die davor waren, ist echt, echt irre. Was die, das ist echt ein Talent. Der Mann ist selbst überrascht, wie seine Ideen umgesetzt worden sind. Von Till bis Flake, jeder hat irgendwie seine krankhaften Ideen irgendwie tatsächlich in die Tat umgesetzt. Echt sagen. Und gerade stehen, gerade. Ganz stolz, ganz stolz, ganz stolz. Und ganz weich die Bewegungen. Ganz weich, ganz weich. Und jetzt den sterbenden Schwan. Digga, Digga, Digga. Gut, reicht dann auch für Flake. Das war für Flake wieder für das nächste halbe bis ganze Jahr wieder genug an Musikvideodrehs. Also danach braucht er erstmal eine Pause von einem Jahr oder sowas, um wieder klarzukommen so. Ich finde, wir haben es, oder? Von mir aus gerne. Absolut, super. Super. Halbe Stunde Umbau. Halbe Stunde Umbau, letztes Set für heute. Es ist anstrengender gewesen, als ich gedacht habe, also als rein körperlich, weil man selten so engagiert durchtanzt, wie ich das jetzt getan habe. Also für Profis ist es natürlich lächerlich, aber für mich... Wenn man sowieso selten tanzt, ist es noch irgendwo ein bisschen körperlich abverlangender. Wisst ihr, ich meine so? Das ist noch irgendwie so ein bisschen, das zerrt noch ein bisschen mehr an den Kräften, wenn du von Haus aus nicht oft tanzt oder sowas. War schon sehr aufregend. Ab jetzt beginnt die Arbeit. Im Prinzip das Glücksgefühl ist jetzt vorbei und jetzt kommt das Dienstgefühl. Dieses Jetzt, wo sie zusammen auftreten, ist so eine Art Zuspitzung für ein Bild, was ich so denen gezeigt habe aus dem Butoh-Theater. War ein bisschen auf Ablehnung gestoßen und auf Zustimmung. Und was die gemacht haben, ist genau das. Ich glaube, das ist genau Butoh-Theater. Das gibt so Zitate wie, mein Tanz ist geboren aus dem Schlamm und Darstellungen von Schmerz und so. Nur die ganze Zeit haben wir jetzt so eine Spannung gehabt irgendwie. Und das muss sich jetzt auflösen. Da sollen sie sich jetzt austoben alles und so weiter. Das muss jetzt raus. Und dann gibt es einen richtigen Bruch und dann fängt eine neue Geschichte an, neue Bilder kommen. Junge, wie die da alle stehen so, ne? Jeder steht da, außer Frau Schneider, die schon ihre Line bereit hat, um, ne, Till bis Flake allesamt über eine Berliner Hauptstraße dann zu jagen, so. Und dann, so habe ich es mir vorgestellt. Rammstein ist emotional. Wenn man anfängt, es in ein Konzept reinzupressen, umso mehr geht auch verloren. Flake steht einfach nur daneben. Die hauen sich schon die Köpfe ein, die ringen um sich, keine Ahnung so. Flake steht einfach nur daneben so. Flake, der steht einfach daneben, der macht nichts. Der Tenor der ganzen Geschichte ist, dass ganz viel Veränderung passiert mit jedem Einzelnen selber, also mit der Band als Gesamtheit, als Struktur. Ist alles so recht, recht anders als vorher. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass es einfach, man wird älter und ein bisschen reifer und hat ein bisschen mehr Ahnung von Sachen, die man macht irgendwie. Ja, so laut der Mann auf der Bühne ist, so leise ist er in den Interviews, ohne Witz. Das ist wirklich ein Kontrast wie Tag und Nacht fast so. Wisst ihr, ich meine? So laut, wie der Mann so auf der Bühne ist, so extrovertiert, so introvertiert ist er bei jedem anderen Musikvideodreh und bei jedem anderen Interview. Ist Richard nicht mit der Ex-Frau von Till verheiratet? Wow, 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 was geht jetzt ab? Teilen die untereinander, oder was? Für mich war diese Platte eigentlich so eine Art Neubeginn, weil wir auch davor relativ starke persönliche Differenzen hatten innerhalb der Band und es ja durchaus im Bereich des Möglichen lag, dass wir vielleicht gar nicht mehr so lange zusammenbleiben und vielleicht auch getrennte Wege gehen und wir haben dann doch einen sehr guten Weg. Hä, Richard war wirklich mit der Ex-Frau von Till zusammen oder was? Hat mir niemand erzählt.
Ich wusste, dass irgendwie Sophia Tomala was mit Till mal zu tun hat oder immer noch so on-off-mäßig was zu tun hatte zumindest. Mir hat keiner erzählt, dass die Ex jetzt von Till mit Richard zusammen war oder sowas. Die Tochter von Till ist von Richards Ex-Freundin. Wow, wow, wow. Tauschen die, teilen die jetzt untereinander oder was? Yo! Gefunden zu arbeiten. Um vorwärts zu kommen, hatten wir diesmal auch einen kleinen anderen Weg. Wir waren nicht ganz so kritisch. Wir haben erstmal, wenn wir eine Idee hatten, haben wir die so aufgenommen in der Vorproduktion, wie sie jetzt ist. Wir haben das Bestmögliche gemacht, so ist es jetzt. Wenn man gesagt hat, oh, ist ein bisschen doof, so macht man es erstmal. Sonst haben wir immer gesagt, ach, weg. Wir haben es immer gleich weggehauen. Diesmal hatten Lila auch eine Chance, die endlich schwach waren. Krank, Halsschmerzen, kaputte Beine. Und dann kam auch ein Tag, ah, guck mal, ich habe ein neues Bein. Das Bein rangesetzt, jetzt kann er schon laufen. Jetzt fehlt bloß noch der Hut oder die Jacke. Und der ist mit einem Playboy-Model zusammen? Richard oder Till? Irgendwann hat er auch eine Jacke bekommen. Plötzlich war der Chef, schönste Lied am Platze. Ich esse weiter ohne Krämpfe. Also ich habe mich als Drama verweigert, immer wieder dieselben Schemen und Rhythmen zu spielen. Richard? Wow. Bei dem Mann läuft. Aber das wusste ich vorher schon. Richard ist ein Süßer, sag ich so, wie es ist. Richard, schöner Mann, habe ich ja gesagt. Der weiß, wie man mit Gel umgeht, der weiß, wie man mit Gitarren umgeht. Und Chat, um ein Playboy-Model heutzutage rumzukriegen, braucht man nur Gel und eine E-Gitarre. Sie heißt Olga Demar, 31 Jahre alt. Gel und E-Gitarren, Chat. Gel und E-Gitarren. Mehr braucht man nicht. Wie in der Vergangenheit und habe einfach neue Sachen probiert. Und konnte mich auf dieser Platte viel mehr ausbreiten und entfalten und mich von dem strengen Rammstein-Reglement der vergangenen Jahre konnte ich mich befreien. Wie ein anderer in die Fabrik geht, sind wir in den Proberaum gegangen und vielleicht haben wir es nicht so verkrampft gemacht wie sonst. Diesmal war unsere Prämisse, dass jeder kommt dann, wenn er Lust hat und dass es eben auch entspannt sein soll und nicht mit so einem Leistungsdruck, der vielleicht früher öfter da gewesen ist. Meine Aufgabe, es ist mal nicht so war, dass ich genau wusste, was ich tue. Normalerweise war immer alles kontrolliert von mir selber. Und diesmal war ein viel freierer. Hat man bei den Szenen ja auch oft genug jetzt schon gesehen. Paul zappelt rum, Oliver zappelt rum. In der letzten Szene hier zappeln sie alle gemeinsam in so einem Schlammbad rum. Alle zappeln sie eigentlich nur. Keiner weiß wirklich, was der Plan ist oder wie man es umsetzen soll. Der Regisseur hatte eine Vision, sagen wir mal so. Und jeder hat es irgendwie umgesetzt. Tatsächlich vielleicht noch besser, als der Regisseur das selber irgendwie gedacht hätte am Ende. Umgang mit dem, was ich gespielt habe. Also es ist ganz oft so gewesen, dass ich quasi reingekommen bin und einfach nicht wusste, was ich spiele und einfach probiert habe. Es war viel, viel kreativer und hat viel mehr Spaß gemacht, als das zu reproduzieren, was man eigentlich schon im Kopf hat. Und das war eine ganz neue Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und es war schön. Es ist für einen Außenstehenden ein normales Rammstein-Album und für uns ist es was völlig anderes und Neues. Aber das kann man schlecht übermitteln, wenn man es nicht selbst gemacht hat. Ist, glaube ich, aber auch schwer hinzukriegen, so ein normales Rammstein-Album hinzukriegen, so, aber für sich selber irgendwie ganz neue Musik zu machen, ne? Weil du willst ja auch irgendwie trotzdem so den Fans ja dieses Rammstein-Feeling geben, so, wisst ihr, ich meine, und trotzdem ja irgendwie noch an alten Rammstein-Sachen festhalten. Trotzdem willst du dich als Band vielleicht neu erfinden mit einem neuen Sound, so. Und das ist schon sehr schwierig, da irgendwie diesen Zwiespalt hinzukriegen. Erstmal kann man erwarten, was immer wichtig ist, dass eine Band sich weiterentwickelt. Man kann erwarten, einen Sänger, der wirklich zum absoluten Sänger geworden ist. Man kann erwarten, wenn man die Texte versteht, unglaublich schöne und dunkle Texte. Man kann erwarten, Junge, diese Szenen sind so krank, ohne Witz. Den Mundspreizer hat Till schnell mal vom Zahnarzttermin mitgenommen. Wollte ich gerade sagen, das ist eh so ein Ding, was der Zahnarzt auch benutzt, um deinen Mund offen zu halten, ne? Da war er beim Zahnarzttermin und hat diesen Mundspreizer mitgenommen. Jetzt stell dir mal vor, ein Auto steht da an der Ampel, da sitzt ein kleines Kind drin, das gerade von der Schule abgeholt worden ist. Was denkt das Kind jetzt bei so einem Anblick? Eine Fahrt ins Ungewisse, ins Dunkle, ins Böse, ins Herrliche, ins Liebevolle. Und man kann erwarten, dass Rammstein im Prinzip auch trotzdem, wie immer noch Rammstein ist.
Junge, so eine kranke Szene, ohne Witz. Es ist Drehschluss. Yay! Yeah! Ja, was ich wirklich noch mehr gelernt habe und was wirklich die Lösung zu sein scheint von ganz vielen Dingen, ist dieses Loslassen. Irgendwie loslassen können auch von so mancher Idee, auf die man sich versteift, weil man sieht, da passiert ja was viel Schöneres und so. Und dass man darin eine Sicherheit finden muss. Das ist das Wichtigste eigentlich. Drehschluss. Drehschluss, ja. Essen ist oben fertig. Okay, Drehschluss und Essen ist oben fertig. Das ist auch unser Stichwort mit dem Drehschluss für diese Reaktion hier heute. War sehr interessant. Also war super, super interessant. Nochmal schöne Grüße gehen an den jungen Mann raus, der mir das zusammengeschnitten hat. War sehr unterhaltsam. Sehr cool. Wir werden uns die nächsten Making-ofs auf jeden Fall auch reinziehen. Von diversen Videos. Wahrscheinlich immer dienstags live gehen auf Twitch. Kommt da gerne vorbei. Links in der Beschreibung. Auch so weiter mit Rammstein machen. Das war sehr unterhaltsam. Sehr, sehr, sehr unterhaltsam.